Hallo alle zusammen. Ich heiße euch wieder einmal ganz herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney Dreamlight Valley. Und heute mit Mike. Und Sally aus dem Monster AG Update. Und wie immer befinde ich mich in meinem Hauptvalley und bin mal wieder auf der Suche nach Sally. Da hinten durch die Bäume schimmert er. Seht ihr ihn? Das ist unser heutiges Ziel, denn er hat noch eine Quest für uns. Das ist, wenn ich mich nicht ganz irre, seine Level 7 Quest. Und um die will ich mich heute kümmern. Sally, bleib mal hier. Dann lass uns hier Oh, Entschuldigung, loslegen. Jetzt habe ich euer Gespräch unterbrochen. Entschuldigung. Isa, genau die ich gesucht habe. Hast du ein paar Minuten Zeit zum Reden? Aber sicher, was brauchst du? Ich habe mir überlegt, dass ich einen Kurs über Elektrizität und Strom geben möchte. Okay. Das ist eine tolle Idee. Gibt es einen Grund dafür? Vorsicht mit den Experimenten. Gibt es einen Grund dafür? Ich habe ein bisschen Zeit mit Vanellope verbracht. Ihre unaufhaltsame Energie erinnert mich ein bisschen an meine Freundin Boo. Okay, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Jedenfalls ist mir klar geworden, dass es ihr sicher Spaß machen würde, etwas Neues zu lernen. Sie redet immer von Aufsteigen und ich glaube, dass Lernen der beste Aufstieg ist, den es gibt. Oh ja, da gebe ich dir völlig recht. Wie kann ich helfen? Aha. Kannst du eine Zitronenuhr herstellen, während ich mich auf den Kurs vorbereite? Was? Ich schätze, ich brauche Zitronen. Ja, du brauchst Zitronen und Eisenbarren. Okay. Ich werde alles besorgen und die Zitronenuhr für dein Projekt mit Vanellope herstellen. Danke, Isa. Sie wird es lieben. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Das sind sie. So, bist du aber bereit für ein bisschen lächeln? Oh ja. Wenn ich dich sehe, muss ich immer lächeln. Lass uns mal abhängen. Ich habe keine Lust, dich nachher zu suchen. So. Da geht's hoch. Ist jetzt vermutlich ein bisschen umständlicher, aber das ist nicht so schlimm. Da ich sowohl Eisenbarren als auch Zitronen schon massenweise im Lager habe, brauche ich nur noch die Zitronenuhr herzustellen. Das sollte aber kein Problem sein. Ich brauche nur eine Werkbank. Und die finde ich bei mir zu Hause. So wie immer. Zack, rein da. Zitronenuhr, nicht Sonnenuhr. Wie komme ich jetzt auf Sonnenuhr? Herstellen. So. Finde Figuren. Was? Ich habe keine Figur hergestellt. Bring die Uhr, Sally. Bitteschön. Geben. Ach so, ja. Danke, Isa. Ich kann es kaum erwarten, sie Vanellope zu zeigen und zu demonstrieren, wie cool die Wissenschaft des Stroms wirklich ist. Ich bin sicher, sie wird es lieben, alles verstehen, sich fragen, warum du das tust. Sie wird es lieben, hoffe ich. Sie mag neue Dinge. Ich hoffe, du hast recht. Ich bringe sie jetzt zu ihr. Soll ich dir jetzt folgen? Oder was ist jetzt? Höre Sally und Vanellope zu. Was? Okay, jetzt muss ich dem Großen zu Vanellope folgen. Oder kommt sie auch zu uns? Kommt sie uns mit Stückchen entgegen? Moment, Karte hilft doch bestimmt weiter. Sally läuft da lang. Wo ist? Ach, da unten kommt sie schon angestürmt. Alles klar. Kann sich also nur noch um Sekunden handeln, bis sie auch da ist. Hallo, Wally. Hallo, Belle. Hallo Rapunzel? Sally, wo läufst du lang? Ich gehe nie mehr in meinen Turm zurück. Musst du auch nicht, wenn du das nicht willst.
Hey, Vanillope. Ich muss dir etwas zeigen. Sieh her, das Wunder der Elektrizität und des Stroms. Wie gut, dass mir Kälte nichts ausmacht. Bei mir schneit's nicht. Das ist nur eine Uhr, Sally. Oh nein, bist du im Fellwechsel? Und hast du viel von deinem eigenen Fell eingeatmet? Nein, nein, warte mal. Eine Uhr braucht Strom, um zu funktionieren. Wie alles im Dreamlight Valley. Und diese hier läuft mit Zitronen. Willst du mir sagen, dass das Dreamlight Valley mit Zitronen läuft? Nein, das meine ich nicht. Tut mir leid, Kumpel. Aber das ergibt keinen Sinn. Was? Ich komme auf dich zurück. Mach das. Bis bald, Sally. Salster? Okay, Salster, damit komme ich jetzt nicht. Darauf komme ich jetzt überhaupt nicht klar. So, Sally. Wie konnte das so nach hinten losgehen? Es war traurig mit anzusehen, ein Missverständnis. Sehr unterhaltsam. Nein, es war ein Missverständnis. Du hast recht. Du hast recht. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Ich schätze, Vanellope ist du doch nicht so ähnlich. Warum machst du es nicht zu einem Videospiel? Ja, du hast recht. Und ich habe genau die richtige Idee. Früher haben wir neue Schrecker mit unserer eigenen Schreckade ausgebildet. Sie muss immer noch irgendwo in der Lachabteilung gelagert sein, wo wir uns getroffen haben. Ich wollte dein Reich mehr erkunden. Ich hole es für dich. Danke, Isa. In der Zwischenzeit werde ich Wally fragen, ob er irgendwelche Lernspiele in seiner Sammlung hat, die ich hinzufügen kann. Nenn mich immer mit der Ruhe. Alles klar. Ich muss ins Monster AG-Reich. Falls du dich fragst, was du tun sollst, dann hör auf deine innere Stimme. Mach ich. Meine innere Stimme sagt mir gerade, ich muss ins Reich vom Monster AG. Der Baum ist auch irgendwie nicht größer geworden, obwohl er das eigentlich hätte sein sollen, theoretisch. Naja, egal. Erstmal ins Reich von Monster AG. Oh, ich... Ah, Sally, er ist doch noch da. Hängst du noch ab? Ja, wir hängen noch ab, sehr schön. So, Monster AG war oben. Und zwar in der dritten Etage. 1, 2, 3, da. Da. Was ist denn da oben los? Was ist das? Hä? Hey, ich will da rein. Was ist das für eine Tür? Warum leuchtet sie? Ich bin verwirrt. Mal wieder. Ihr kennt das. Ich bin immer verwirrt. Aber das ist okay. Ich komme damit klar. So, zum Monster AG. So, was suche ich jetzt? Finde den Schreckade. Das ist, glaube ich, das Teilchen hier hinten. Ja, aufheben. Juhu. So, bringe Schreckade zu Sally. Halt. Sally? Ach nein, Sally ist nicht hier. Er müsste jetzt aber dann draußen auf mich warten. Oder? Sally? 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 Da! Sally! Hi! Bitteschön! Ja, so sieht's aus! Danke, Isa! Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Jetzt muss ich nur noch das Spiel, das ich von Wally bekommen habe, in die Maschine stecken. Den Einschaltknopf drücken und... Das funktioniert nicht. Warum funktioniert sie nicht? Ist sie umgefallen? Sie sieht nicht so aus, als ob sie... sie sieht nicht so aus, aber sie ist ziemlich zerbrechlich. Nein, aber ich hoffe, ich habe sie nicht kaputt gemacht. Vielleicht ist sie im Lager kaputt gegangen. Du glaubst, ich bin schuld? Vielleicht bist du es, der sie kaputt gemacht hat. Nein, vielleicht ist sie im Lager kaputt gegangen. Ich hoffe nicht. Es ist allerdings seltsam, dass sie nicht funktioniert. Die Lachenergie ist normalerweise ziemlich stabil. Lachenergie? Aber Dreamlight Valley wird von Dreamlight Magie angetrieben. Wirklich? Wow. Ich denke, das ergibt Sinn, aber... Was machen wir jetzt? Lass uns die Schreckade durch den Umbau in eine Arcade-Maschine mit Dreamlight-Magie aufwerten. Das wäre unglaublich,
Aber nur als Vorwarnung, ich bin kein super technischer Typ. Dann verlass dich mal auf mich. Ich bin nämlich super mega duper technisch veranlagt. Ich helfe hier, viele Dinge zu reparieren. Ich wette, wir könnten einen Konverter mit ein paar Goldbarren für die Schaltkreise und gereinigten Nachtschärpen bauen. Ich werde alles besorgen und die Schreckade für dich aufrüsten. Das wäre toll, Isa. Hier, nimm die Schreckade wieder, mit. Ich schätze, Vanellope ist nicht die Einzige, die heute etwas über Strom lernt. Genau. So. Alles klar. Dann lass uns das Ding mal aufwerten. Ja, ja, gereinigte Nachtscherben. Muss ich noch 4 von herstellen. Macht nichts. Das geht ganz einfach an der Werkbank. Und ich habe alles für die gereinigten Nachtscherben im Lager. Muss nur noch hinkommen. Sally folgt mir noch. Sally folgt mir noch, so wie sich das gehört. Sehr schön. So, einmal um Dagoberts Laden rum. Einmal um Remis Bar rum. Ein Remis Laden, Restaurant vorbei. Und den Berg hoch. Bei Eve vorbei. Bei Wally vorbei. Und dann sind wir auch schon da. So, ich brauche noch 4 gereinigte Nachtscherben. Und funktionelle Gegenstände. Da, herstellen. Bring die Arcade-Maschine mit Streamlight-Magie vermutlich zu Sally. Bitteschön, geben. Zack. Nun, sie sieht besser aus. Aber ich denke, es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob sie funktioniert. Sie muss im Tal platziert und eingeschaltet werden. Ich werde den Rest der Materialien vorbereiten. Kannst du die Dreamlight-Magie-Arcade-Maschine irgendwo im Tal aufstehen und in Betrieb nehmen? Wird gemacht. Ich habe auch schon eine ungefähre Vorstellung davon, wo ich sie hinstellen werde. So. Und zwar dahin, wo schon andere Spielautomaten stehen. Nämlich bei Vanellope. Und da die Maschine sowieso für sie ist, also die Arcade-Maschine, passt es doch eigentlich ganz gut, dass ich sie bei ihr aufstelle. Oder was sagt ihr? Wo würdet ihr sie denn aufstellen? Hallo, Mike. Hey, ich häng fest. So, Horrorhaus. Mike und Sallys Wohnung. Ja, alles so aufgebaut, dass alles so ein bisschen, dass man sich so fragen kann, sollte, muss. Kann ich dem jetzt vertrauen oder nicht? So, hier ist zwar auch schon ziemlich viel, ziemlich vollgestellt, aber hier passt die Maschine trotzdem hin. So. Ich stelle sie mal hier dazwischen. Ah, natürlich passt es nicht. Das gibt's doch nicht. Moment. Gleich passt es. Die Ballons kommen da hinten hin. Du kommst dahin. Und dann passt du hier so schön dazwischen. Sehr gut. Aktiviere die Arcade-Maschine mit Dreamlight-Magie, indem du mit ihr interagierst. Interagieren. Zack. Hey, läuft. Kehre zu Sally zurück. Sally? Wo ist... Da ist der Große. Hi. Also, ist alles vorbereitet? Ja, die Arcade-Maschine mit Dreamlight-Magie ist im Tal und sie funktioniert. Puh, da war ich mir nicht sicher. Nicht, dass ich an dir gezweifelt hätte, Isa. Ich bin auch erleichtert. Das war eine Chance, die ich nur nutzen musste.
Das war eine Chance, die wir nutzen mussten. Ich fühle mich so nützlich. Um mutig zu sein, muss man sich nicht immer in Gefahr stürzen. Das stimmt allerdings. Zumindest hat mein Vater das immer gesagt. Dein Vater war ein weiser Löwe und er hat völlig recht. Ich bin auch erleichtert. Ah, vielen Dank, Beast. Ich schätze, ich muss mit Vanellope reden. So, dann mach das mal. Höre Sally und Vanellope zu. Wo ist die Kleine? Ach, schon wieder am anderen Ende vom Dreamlight Valley. Alle stehen im Weg rum. Wow, Sally, du bist so fix unterwegs gerade. Hi. Hey, Salster. Hier geht's doch nicht um Zitronen, oder? Nein. Diesmal habe ich eine Herausforderung für dich, Vanellope. Ich bin ganz Ohr. Es gibt ein neues Arcade-Spiel im Valley und... Ich habe bereits die höchste Punktzahl. Niemand bringt ein Spiel ins Valley, ohne dass ich es weiß. Wow, du bist schnell. Wie fandest du es? Es war episch. Ich habe alle positiven Ladungen für meine Protonen zurückbekommen und dann die Neutronen. Warte, hör mir zu. Habe ich etwas gelernt? Ich habe etwas gelernt. Du liebenswerter Trottel, war das die ganze Zeit dein Plan? Es hat geklappt, oder? Gut gemacht, großer Blaubär. Was ist das hier für eine Gegend? Das ist die, kann ich dem hier vertrauen, was ich sehe oder nicht? Ist es gut oder böse? Ich weiß es nicht, Gegend. So, hallo Sally. Nun, ich denke, wir haben alle etwas über Dreamlight-Energie gelernt und Vanellope hatte viel Spaß. Jetzt bittet sie mich um Spiele über Chemie, Musik, Landwirtschaft. Ich kann nicht mehr folgen. Danke für deine Hilfe, Isa. Gern geschehen, die Macht des Wissens. Und Lernen macht so viel Spaß und es ist so toll und man lernt immer mehr und dann kann man dieses Wissen anwenden und ach, ich liebe es zu lernen. Ja, und ihr lernt am besten ganz schnell, wie ihr den Abo-Button drücken könnt und wie ihr die Glocke aktiviert, um zu erfahren, was denn Sally noch so auf dem Herzen hat. Denn wie ihr seht, hat er noch einen Questmarker über seinem Rücken und seiner Schulter. Und dann lernen wir, wie wir Sally noch ein Stückchen mehr helfen können. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free to Play.